So, damit müssen wir jetzt zuerst mal wieder zu Kalumsi. Und da gehen wir als Donkey hin. So. Ach, verdammt, wir können noch gar nicht zum dritten Level, ne? Doch, können wir. Dafür brauchen wir nur nicht Tiny. Brauchen wir nur nicht. Stimmt. Ich hoffe, wir brauchen nicht Tiny, um... Oh, brauchen wir Lanky? Ich weiß nicht, es könnte sein, dass wir einen Affen brauchen, um den fünften zu befreien. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich gehe jetzt erstmal dahin, befreie die dritte Welt und dann schauen wir, was wir brauchen, um den fünften Affen zu befreien. Ich bin mir aber echt gerade unsicher. So, zweiter Schlüssel, sehr schön. Und damit haben wir gleichzeitig den Weg zu Welt 3 und zur Welt 4 befreit. Man könnte jetzt zwar sagen, dass, na gut, sie sind zwar beide gleichzeitig, aber es ist natürlich nichts optional. Das heißt, wir müssen natürlich beide machen, um an alle Schlüssel zu kommen. Aber es ist schön, dass einem die... Uah, Fledermäuse. Merkt mit euch. Achso, die muss ich gar nicht töten. Okay, gut. Dann ist alles in Ordnung. So, jetzt geht er hoch, Donkey. Danke. Und jetzt hier hoch. Und dann sind wir jetzt hier auf der, na, auf der Oberwelt, ja, auf der King K. Rool Oberweltseite und kommen damit auch ins erste King K. Rool Level. Da ist, glaube ich, bloß Night drin. Oder da ist gar nichts drin, ist bloß ein dunkler Gang oder wie? Achso, das ist bloß die Ecke, okay. Ist gerade ein bisschen dunkel. Da geht's, wie geht's da rein? Ne, hier geht's, hä? Ich sehe es gerade wirklich nicht. Achso, das ist bloß ein rausstehender Pfosten. Okay. Hier ist echt gerade ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Habe ich jetzt gerade nicht so gesehen. Da drüben geht's zu... Soll ich das machen? Kann ich da was machen? Gegenfrage? Ich glaube nicht. Da müsste ein Bonusspiel sein für Chunky und Snide. Ne, für Diddy. Schade. Ah, aber es ist sogar was für Chunky. Oh, ich bin so gut. Hab noch gewusst, dass da im Fels liegt. Ich dachte bloß, das wäre für das Bonusspiel. Aber nee, für Diddy. Nein! Okay, Banane. Das wusste ich. Genau das hatte ich vor. Da helfen auf zu der Banane zu springen. Naja, gut. Wir haben die erste Oberwelt-Banane für Donkey bekommen. Denn auch auf der Oberwelt gibt es für jeden Affen 5 Bananen. Das heißt, 4 Bananen und eine Blaupause zu holen. Was eigentlich ganz cool ist. Wie kommen wir hier jetzt dann am besten wieder weg? Ja, am besten da wieder rüberspringen, ne? So, naja, ist beinahe. So, ja, genau, sehr schön. Und dann gehen wir halt nochmal hoch. Das war jetzt echt blöd, irgendwie ein bisschen mit dem Runterfallen. Andererseits war es natürlich Glück im Unglück, weil ich hätte wirklich nicht mehr gewusst, dass die Banane da unten ist. Wie gesagt, ich wusste noch, dass da drüben Snide ist, aber die Banane, puh. Irgendwann wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen, aber nicht so früh jetzt wahrscheinlich. Oder irgendwann hätte ich halt dann nach der Banane gesucht. So. Und damit sind wir jetzt auch schon auf Augenhöhe von, na, von der DK-Insel. Können ja die 4 aktivieren. Und gehen ins dritte Level. So, da können wir noch nichts machen. Und hier brauchen wir 15 Bananen. Bla 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 bla. Okay. Sehr schön, auf ins dritte Level. Da ist einer der Kongs. Fangt ihn. Edge-Match, fangt mich, wenn ihr könnt. Hey, der Bosch ist flink. Was hat er da auf seinem Rücken?
Mann. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Und damit betreten wir das dritte Level, die Fabrik Fatal. Und ich muss sagen, ein wunderschönes Level, auch von der Musik her. Nicht ganz mein Lieblingslevel. Oh. Was? Oh. Hilfe! Chunky nicht mögen Höhe. Ja, und hier bekommen wir unseren fünften Charakter. Und zwar Chunky. Ja, was wollte ich sagen? Ja, die Fabrik Fatal. Nicht ganz mein Lieblingslevel. Es ist zwar wirklich ein wunderschönes Level, wie ich finde. Allgemein von allen. Der Boss ist cool, die Musik ist cool, alles ist cool. Aber nicht ganz mein Lieblingslevel. Es gibt nochmal ein schöneres Level, zu dem wir erst später kommen werden. So. Du bist erstmal ein blauer Schalter. Dich können wir, glaube ich, noch nicht drücken. Magst du mich nicht anzugreifen? Werde ich es zeigen. Das Coole ist eigentlich, Fabrik Fatal ist so insgesamt eigentlich mehr eine Spielzeugfabrik. Wird man später auch noch sehen. Aber naja, wird hier für die teuflischen Pläne der Kremlins genutzt. Also keine Ahnung, sie haben einfach bloß einen sehr komischen Geschmack, was Spielzeug angeht. Wie dem auch sei, wir prügeln uns hier so ein bisschen durch. Und das ist schon eine Weile her. A, ist das Level verdammt groß und verdammt, naja, schwierig auch. Und B, ist auch schon verdammt lange her. Und ich hoffe wirklich mal, dass ich jetzt den Chunky befreien kann. Sonst wäre das echt ein bisschen blöd. So, aber ich glaube, ich muss den Knopf hier drücken. Geht das jetzt überhaupt? Ja, geht okay. Weil der blau war, deswegen. Normalerweise können wir blaue Schalter erst mit dem Upgrade öffnen. Aber na gut. Der öffnet hier die Luke. Und damit kommen wir eine Ebene tiefer. Denn wie man gesehen hat, sind wir im Moment in der... falsche Richtung. In der Lobby. Und naja. Es gibt insgesamt noch vier, da kann man es auch gleich noch sehen. Es gibt die Production, es gibt die Lobby, es gibt Testing und es gibt R&D. Also Produktion, naja, der Ankunftsbereich halt, der Testbereich und Research and Development, also ja, oh nein, schon wieder der... Okay, gut. Bin ich jetzt wieder außerhalb der Map? Warte. Ich muss erst wieder rauskommen. Ich bin gerade noch am Dings. Ich bin gerade noch am... Nee, ich konnte mich befreien. Ich konnte mich aus den Fängen des Glitches befreien. Sehr schön. Uah, das tat weh. Also so ein bisschen. Da war aber ein Zwischenbereich. Da will ich eigentlich mal kurz nachgucken. Was da denn war. So. Hier waren bloß Bananen für Tiny. Okay. Wo war ich? Ja, ja, genau. Research and Development. Was grob eigentlich Entwicklung heißt. Erforschung und Entwicklung. Jetzt so habe ich es. Gerade echt nicht eingefallen. So. Lass mich in Ruhe. So, und damit sind wir jetzt auch schon in der Produktion. Wo die Musik ein bisschen... Naja, ein bisschen anders wird zumindest. Aber hier bleiben wir nicht lange, wir aktivieren das nur kurz und gehen in den Storage Room. Wie schon gesagt, wir gehen hier, wir rennen hier einfach bloß kurz durch und da oben sind wir schon Chunky. Ach, und den befreien wir mit Donkey, oder wie? Ich hoffe es mal. Sonst wäre es echt blöd. So. Aber hier kein Musikwechsel, okay? Weil wir, gut, okay, wir sind natürlich auch nicht in der Luft. Normalerweise hat man immer... Verdammt, jetzt habe ich die 5 Bananen verpasst. Normalerweise hat man immer Musikwechsel. Was ist das? Ach so, schon das Ziel dann. Okay, das war einfach bloß ein schnellerer Weg zum Ziel. Gut, aber ich muss da eh nochmal hoch, wegen den Bananen. Ach, das war das dann. Ah ja, okay. Das kommt noch später. Gut, aber ich muss dann nochmal hoch. Für die Bananen. Auch wie gesagt, wenn ich sie nicht unbedingt brauche, ich hätte sie schon ganz gern. So. Zwar jetzt, sehr schön. Okay, und dann holen wir uns jetzt mal die anderen Bananen auch. Hier nämlich.
Warum uns das jetzt hinführt? Ach, das führt uns jetzt im Kreis. Ah ja, okay, ich verstehe. Und das führt uns jetzt erst da nach oben. Okay, gut. Sehr schön. Und dann hoffe ich jetzt wirklich mal, dass wir Chunky befreien können. Na komm, lass es nicht Lenky gewesen sein. Ah, es war Lenky. Ach, verdammt. Der ist jetzt ein bisschen ätzend. Naja, gut, dann können wir erstmal mit... Ah, okay, das ist Diddy. Da können wir mit Lenky jetzt erstmal einen Tropentrupel eigentlich. Beziehungsweise finden wir jetzt irgendwo Cranky. Wo war Cranky hier? Boah, wenn ich das wüsste. Da oben war, glaube ich, war entweder Funky, da oben war wie heißt es jetzt nochmal? Die Musiktuse. Oder? Ja, oh, guck mal, die haben ihre Charaktermodelle verloren. Schön. Ich finde immer wieder neue Glitches. Wirklich schön, dieser Emulator. Na gut, jetzt haben wir vielleicht doch noch die Chance. Oh. Wobei, wir haben keine Münzen. Oh, ja, bla bla, goldene Banane. Jetzt haben wir keine Münzen für ihn. Lenky, ach, verdammt. Das war jetzt echt doof. Habe ich hier irgendwo gelbe Münzen gesehen? Weil Lenky kommt da normal auch nicht hoch. Wobei Lenky mir schon ziemlich arg zu glitschen scheint. Könnte aber vielleicht jetzt bloß im Moment liegen. Da sind eine. Ach komm, ihr wollt mich doch jetzt nicht bloß mit einer Münze abspeisen. Das war jetzt echt mies. Da ist zwei. Na, zwei. So. Und ich finde Lenky ja irgendwie süß. Ich weiß nicht, ob er mein Lieblingsaffe ist oder Chunky. Aber eine von den beiden. Ich finde die beiden einfach nur sehr cool. Okay, dann probieren wir es jetzt mal so. Vielleicht haben wir ja noch die Chance. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Power-Up wir zuerst bekommen jetzt. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Lenky. Von nur drei Münzen gehört er dir. Du Flöte, bla bla bla. Ja. Alles auf eine Karte. Und es ist... Orang-Ustand! Palmus Pedulus! Sehr schön. Dank dieses handlichen Moves kannst du steile Hügel hinaufsteigen. Sogar... Du Hohlroller wirst das kapieren, Lenky. Halte Z gedrückt und benutze B. Halte Z gedrückt, um im Handstand weiter zu flitzen. Achso, ja. Weiteren Trank für mich, aber 5 Münzen. Klar. Für die nächste Welt halt theoretisch. Weil wir können jetzt bei ihm ja 3 Tränke gleich kaufen. So, und damit haben wir jetzt den Handstand von... Ja, oh, wenn ich mit ihm zurechtkäme. Ich habe vergessen, wie es gerade geht. Und da, wie gesagt, ich mag Lenky einfach bloß. Diese schräge Orang-Utan. So. Und jetzt das gedrückt halten, wenn ich B loslasse. Nee, ich muss Z gedrückt halten. B kann ich aber... So. B kann ich loslassen, Z muss ich gedrückt halten. Aua. Das hat weh. So. Und hoch mit dir, Lenky. Sehr schön. Hat es doch noch geklappt. Zwar ist ein bisschen umständlich, aber im Endeffekt... Hat's doch ganz gut geklappt. Der arme Chunky. Oh, Chunky jetzt frei. Danke, Freund Lenky. Chunky kann grüne Bananen sammeln. Ich warte im Tausch, fast bis du Hilfe brauchst. Okay. Damit haben wir Chunky, unseren fünften und letzten Helden. Wie gesagt, zwischen ihm und Lenky kann ich mich nicht wirklich entscheiden, weil einfach bloß dieser... Na, dieser Riese, der nicht wirklich was Böses tun kann, sage ich mal, oder will. So, und man sieht tatsächlich, die Banane ist jetzt nicht ausgegraut, ist aber für Lenky. Wobei ich die jetzt... Ach komm, ganz ehrlich. Chronologie hin oder her, aber bevor ich die Banane hier jetzt liegen lasse. Andererseits mit der 1. Nee, ich lasse liegen. Nee, ich hole sie. Ich kann mich zwar selber gerade nicht entscheiden, aber ich hole sie. Banane Nummer 1 für Lenky. Aber das wird vorerst mal auch so bleiben. Weil wir gehen jetzt erstmal zurück. Bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt den Tropentrupel dann noch anfangen tatsächlich. Zeit wäre ja eigentlich noch.
Da waren Bananen, aber die hole ich mir jetzt nicht. Zeit wäre theoretisch noch. Hm. Ja gut, ich glaube, ich mache das. Was war denn in dem Fragezeichen drin? Wie konnte man das denn nochmal öffnen? Hat es da mit da oben zu tun? Das kann nämlich... Ja, kann sein, glaube ich. Ich habe es gerade wirklich vergessen. Naja. Okay. Benutzen wir die 4. Und gehen zurück zum Hauptbereich. Schnappen uns dann... Tiny. Und gehen nochmal ins erste Level. Wir legen dann mit Tiny nochmal alles. So. Tiny wie Ander Kong eigentlich kann auch das grobe Moveset. Und da scheint der Emulator abgeschmiert zu sein. Immer so nach einer Stunde 30, wenn ein Map-Übergang ist, scheint er abzuschmieren. Schade. Wirklich irgendwie schade, aber na gut. Dann war's das. Ich bin ja wirklich froh, dass der Emulator immer nach jeder Banane speichert. Ich glaube auch nach jeder normal eingesammelten Banane. Das heißt wirklich alles, was man einsammelt, speichert er. Und das ist wirklich sehr schön, weil sonst hätte ich auch alles davor wieder machen können, weil ich komme ja nie dazu zu speichern, weil der Emulator immer abschmiert. Aber na gut, das ist auch eine Möglichkeit, die Session zu beenden. Ich rede jetzt wieder gegen den schwarzen Bildschirm und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Donkey Kong Country. Sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Donkey Kong 64. So, wenn wir den Tropentrupel abschließen und die Aztekenarena wahrscheinlich auch. Also dann, ciao!